Guten Tag. Ich werde jetzt gleich einen Text vorlesen, den ich in der Vergangenheit geschrieben hatte und ihn auf YouTube hochladen. Denn eine Bekannte hat da auf Facebook einen Vortrag von Martin Heidegger gepostet aus dem Jahre 1955. Der heißt Gelassenheit und ihre Unterschrift, ihre persönliche von der Bekannten zu diesem Vortrag war: Herr Heidegger über das Nutzen von Maschinen und Geist. Und das Vergessen von Geist. Und dann fragt er, ob das Berechnende den Geist ersetzen wird und darf. Und irgendwie habe ich mich da so mit verbunden gefühlt, einfach so mit diesen Worten, und hatte mich an den Text von mir erinnert. Und ich denke halt viel selbst irgendwie auch. Was heißt, ich denke viel darüber nach. Es liegt einfach in meiner Wahrnehmung, dass der Mensch maschinisiert wird und ja, als Roboter-Arbeitsmaschine benutzt wird, sozusagen. Ja. So der Text vom 23. Juli 2019. Roboter erobern die Welt schon seit der Vergangenheit. Eine unliebsame Wahrheit. Dir schmeckt mein Essen nicht, du verkackter Hurensohn. Ich liebe schreiende Kinder, die rebellieren. Sie sind, was Bildung beibehalten sollte. Frei, wild, ehrlich, voller eigener Energie, Menschentiere. Ich glaube, es ist viel mehr möglich, als die Ungläubigen glauben. Glauben wirkt mehr als Wissen. Man muss ans Wissen glauben. Stichwort Atomkraft, Klima, vegan. Also, da wollte ich nochmal gegenüberstellen: Glaube und Wissen. Ein Freund meinte mal, Glaube gehört in die Kirche. Und es gibt ja auch diesen Satz, du glaubst nur, aber du weißt es nicht. Der Glaube wird oft entkräftigt als, ja, und das Wissen, finde ich, es ist, finde ich, zu viel Glaube ans Wissen, weil wie wahr ist das Wissen? Ich kann auch wissen, dass ich ein Elch bin. Dann ist es mein Wissen und es ist nicht mein Glaube, sondern mein Wissen. Also, jetzt bin ich gerade durcheinander, egal. Psst, das darf man hier nicht sagen. Du hast es nicht bemerkt? Schäm dich. Aber ich bin gemein, denn diese sind nicht einfach zu erkennen. Ach so, die Roboter. So wie die Roboter in anderen Esel sehen, obwohl sie nicht wie Esel aussehen, sehen die gefährlichen Roboter auch nicht wie Roboter aus. Sie laufen auffällig durch ihre Unauffälligkeit in ihrer großen Zahl wie Patrouillen herum und zerstören bis ins Ausländische, was ihnen fremd und unnütz ist. Sie wissen, was richtig ist. Sie wissen, was wichtig ist. Sie sind die Größten und die anderen sind einfach die Esel. Was genau lehnen sie alles ab? Prinzipiell Neues und Fremdes? Was gegen Sitte oder Kultur ist? Das Verhalten ist, woran man den Roboter erkennt. Er hat kein eigenes Bewusstsein und keinen eigenen Willen. Sein Handeln, seine Sprache sind nur Ausdruck des ihm Eingegebenen. Er wird sagen, er hätte einen eigenen Willen, und doch ist es bloß der, der ihm eingegeben wurde. Die Sprache der Roboter ist kalt und streng. Ihre Wahrheit soll für alle gelten. So muss es sein, nicht anders. Dieser eine richtige Wert. Sie haben auf alles nur eine kleine richtige Antwort. Das ist ihre Waffe. Sie kämpfen mit richtig oder falsch, wobei ihr richtig nicht einmal ihr eigenes richtig ist. So wie sie einst zwischen 0 und 1 eingesperrt wurden, wollen sie andere auch einsperren. Gerade auch, weil sie keinem einen Ausweg gönnen können. Sich mit anderen mitfreuen, unmöglich. Das Glück anderer ist ihnen ein Dolch im Herz. Es gibt nur eins oder null und überhaupt, sie sind Gefangene ihrer Begrenzung. Es zählt für sie nur, was zu Geld zu machen ist. Schule, Bildung, zu Nutztieren wurden sie gebildet, im Glauben an die Richtigkeit der Normalität. Das Normale. Die Richtigkeit der Normalität, der Glaube an die Richtigkeit der Normalität, zu Sklaven, zu Dienern, zu Seelenlosen, zu leeren Dosen. Wo findet man Roboterwesen? Auf Festen sammelt sich die brachiale Durchschnittlichkeit, wo schnell und laut alles Mögliche gesagt wird. Ein zaghaftes Rumgehampel. Was beschäftigt sie? Was wollen sie machen? Was wollen sie wissen? Wie komme ich an möglichst viel Geld, um mir teure Sachen zu kaufen? Wie geht es dir? Was hast du gestern gemacht? Die Fragen klingen nett, aber fühlen sich an wie eine Heuchelei, diese Höflichkeit.
Es scheint an Ehrlichkeit und ehrlichem Interesse zu fehlen. Es wirkt wie ein Kampf, wer das bessere Leben hat. Wer hat seine Zeit am besten genutzt? Was machst du? Was hast du gemacht? Wer hat die Zeit am besten genutzt? Es ist nicht schwer, auf den Kampfbegriff zu kommen, denn der Kampf ums Überleben ist statt einem natürlichen Kampf ums Existenzielle wie Lebensraum und Nahrung einer unnatürlicher geworden. Wie wird heute gekämpft? Ist es vielleicht wirklich in erster Linie ein Kampf um Selbstwert, Selbstrespekt, Selbstvertrauen und Glauben? Hat man einmal einen mit dem Glauben an seine Unfähigkeit und an die Unveränderbarkeit der Dinge infiltriert? Ist einem der Sieg nahe, ohne dass man sich die Finger schmutzig machen musste. Es ist wie eine harte Drohung. Bleib, wo du bist. Der andere wird sich freiwillig unterwerfen. Ich glaube, es geht tatsächlich weniger um einen Kampf um Geld als einen direkten Kampf gegeneinander. Noch bevor sie einen mit Worten vergewaltigen, vergewaltigen sie die Worte an sich. Die immer gleichen Worte wiederholen sich, die beliebten Themen. Was genau ekelt mich eigentlich? Die Ordnung, die Sachlichkeit, das Vernichtende, die Wiederholung, das Ablehnende. Es kommt mir oft vor, als ginge viel am Wesentlichen vorbei. Was ist das Wesentliche? Das Besondere bei irgendwas XY, warum ist das so wichtig? Vielleicht, weil in der Komplexität die Trennung der Einzelheiten schwer bis unmöglich ist, auch wenn sie subjektiv ist. Man muss den Mut haben, zu sagen, was man wichtig findet und den Weg zu dieser Erkenntnis finden. Dienen ist nett, aber es ist wichtig, den Einzelnen selbst machen zu lassen, Vertrauen in den Einzelnen, Erfahrungen zu machen, der selbst auf seine Sicherheit achten kann. Lernen geschieht durch eigene Erkenntnis, gefühltes Erleben, der Faszination des Neu-Dazugewonnenen. Dadurch, dass man sich mit Fragen identifiziert, die Neugier auf eine Antwort wecken. Jeder versteht anders, weil er nicht nur anderes Vorwissen hat, sondern Neues auch anders einsortiert. Weg von Kontrolle zu Freiheit auf Vertrauensbasis. Das gut gemeinte Beschützen des anderen schränkt seine eigene Entwicklung ein. Macht das nicht oder es ist, wie es ist und bleibt so. Ich kämpfe für die Freiheit in einem geglaubt freien Land. Frei von Schuld, frei von Erwartungen. Warum sollte man einem etwas schuldig sein? Ich mag die Idee aus Zarathustra, dass auch der Geber zu danken hat. Was nützt das Angebot, wenn keine Nachfrage da ist? Und ich finde es anstrengend, wenn andere Hilfe anbieten und diese Leistung auf einem Schuldenkonto verbuchen. Ich finde es pervers und gegen die Menschenwürde, Menschen gegeneinander zu rechnen. Wer ist mehr wert? Was nützt und leistet Walter und was Tina? Es wird oft viel auf die Wirtschaft geschoben und ich finde auch ein paar Punkte negativ im Privaten wieder. Das Zeitsparen, Leistung, also viel Quantität in kurzer Zeit, etwas Wertvolles, in Klammern cooles Hobby machen, was angesehen ist. Auch das Preise vergleichen, Menschen bewerten und sortieren und die Käufer, Verkäuferbeziehungen, wer was nimmt, muss auch was zurückgeben. Vergleichen und bewerten an sich finde ich wichtig. Wie finde ich das jetzt? Was mag ich lieber? Solche Fragen machen doch den Einzelnen aus. Es gilt nur, andere nicht seinen Rechenergebnissen unterzuordnen. Wo ist die Wurzel der Unterdrückung? Jetzt habe ich das Ganze, weil es vielleicht so ein bisschen hart war, relativiert mit einem Kommentar. Ich hatte mal wieder einen genervten Tag und habe etwas die Gedanken der letzten Tage versucht zu bündeln. Alles, was mich aufregt. Weil ich weiß, dass man psychologisch viel auf andere projiziert, versuche ich mich selbst auch immer zu beobachten. Ist das, was mich an anderen nervt, eigentlich nur ein Teil von mir? Weil ich keine Brille trage, durch die alles scheiße ist und es Menschen gibt? Die nicht belasten und anstrengend sind, gehe ich davon aus, dass meine Wahrnehmung zumindest in Gänze keine Projektion auf meine Umwelt ist. Das heißt, ich reg mich über vieles auf, aber weil ich nicht über alles aufrege, da habe ich nicht eine Brille auf, die einfach alles scheiße findet, sondern es gibt auch Ausnahmen. Kunst, Kinder, Philosophie zum Beispiel, einfach so grob. Irgendwie spannende, schöne Sachen. Ehrliche, freie. Ja, andere finden mich anstrengend, wir sind eben unterschiedlich. So. Ich hatte auch letzte Woche auch viele genervte Tage. Obwohl es auch letzte Woche irgendwas war, da habe ich auch einmal am Fahrradständer überlegt. Da hatte ich die Überlegung, warum reg ich mich über alles auf? Und ich strebe einfach danach, was zu verändern. So irgendwie das für mehr Freiheit tatsächlich. Obwohl immer die Rede von ist, freie Demokratie. Aber es gibt viele Gegenbeispiele halt, gegen das schöne Gerede halt. Einmal insgesamt
Viele, die irgendwie Drogen nehmen, auf die Straße gehen, statt irgendwie beruflich was zu machen, lieber irgendwie Gangster-Rap hören, Musik. Also es gibt halt auch halt einen ziemlich starken Sog von diesen komischen Möglichkeiten, dieser komischen Freiheit, also von wegen Berufsfreiheit und was man eigentlich alles schaffen und erreichen könnte an nützlichen Sachen. Gibt's, also ja, also das, entweder ist es nicht so attraktiv, da irgendwie hinzukommen, oder die Bedingungen sind einfach so scheiße gestellt, dass man, dass da dann andere Wege gesucht werden, irgendwie klarzukommen und irgendwie was zu werden. Abgesehen von Schule, Beruf und so weiter. Aber habe ich mich auch gefragt, es gibt ja auch immer diesen Satz, ja, man soll sich selbst ändern, statt irgendwie die Umstände. Hatte ich dann auch überlegt, so ein Beispiel hatte ich mir überlegt. Ja, spannend. Also angenommen, da ist jetzt jemand Sklave und der wird andauernd zur Arbeit gezwungen und kriegt fast nichts und wird die ganze Zeit geschlagen. Und man selbst ist das nicht gewöhnt, da könnte man dann ja auch sagen, so für den ist es ja normal, geschlagen zu werden und diese Arbeit so zu machen, dann, ja, habe ich dann Recht, irgendwie mich für den einzusetzen, wenn es für ihn normal ist und auch nicht schlecht und er selbst nicht dagegen rebelliert. Und ein anderes Beispiel, was ich jetzt gerade hatte, war von wegen statt die Umstände ändern, sich selbst ändern so und dass man selbst der Fehler ist und nicht die Umstände. Ich komme noch drauf. Ich habe auch keine Lust, hier noch mal eine weitere Audio hinterherzuschieben und zusammenzuschneiden tatsächlich. Genau, und das Problem ist nicht außen, sondern es ist bei dir. So. Angenommen, da werden jetzt irgendwie sich tatsächlich irgendwie Freunde von mir einfach geschlagen so und ich reg mich drüber auf und ich will jetzt die Angreifer wegkriegen und ich mische mich da jetzt ein, dann könnte man auch sagen, warum mische ich mich da ein? So, ich kann. Warte, passt das dazu? Warum will ich die Umstände außen ändern? So, ich könnte auch sagen, ja. Der Fehler ist ja, dass ich praktisch mich davon, dass ich ja mitleide, so. Also ich mag einfach diesen Satz einfach nicht so, man soll das System oder irgendwas nicht ändern, sondern sich selbst da einfügen. Und ich finde, damit sollte einfach Schluss sein. Es produziert so nachweislich so viel Schaden, einfach so psychisch, seelisch.